In der Stille der Nacht durch die östlichen Wälder von Kentucky zu fahren, ist das wohl beängstigendste überhaupt. Jeder, der mal in dieser Gegend war, weiß ganz genau, wovon ich rede. All das Licht vom Mond und den Sternen wird von der starken Vegetation und den umliegenden Bergen blockiert. Somit ist es dort stockfinster. Es gibt Geschichten über diese Gegend. Einige Geschichten. Und genau diese geben dem Ganzen diesen kranken Vibe. Es wirkt, als wäre das Land hier auf einen schwer angefressen. Als würde es einen Tod sehen wollen. Die Straßen waren nicht sonderlich stark befahren. Es war schwer überhaupt, ein einzelnes Fahrzeug dort bei Nacht zu sehen. Die Netzabdeckung dort draußen war, zumindest für mich, mehr als wechselhaft. Nicht existierend im schlimmsten Falle und egal in welchem Auto man saß, man betete, dass man nicht liegen blieb. Denn die Leute, die dort draußen leben, tun dies zurückgezogen. Isoliert in den Bergen und wären nicht sonderlich glücklich, sollte man bei Nacht unerlaubt auf ihr Grundstück wandern. Nicht ansatzweise glücklich. So etwas nennt meine Mutter übles Land. Zwei Worte. Sie sagte mir immer, dass ich diese Gegenden meiden sollte, wenn ich konnte. Sie sagte, dass ich dort draußen ermordet oder Schlimmeres werden könnte. Aber auch ich habe solche Geschichten gehört. Geschichten, die erzählen, wie Leute aus ihren Fahrzeugen stiegen, um anderen zu helfen, nur um letztendlich in einen Hinterhalt zu geraten. Sie wurden beraubt, gekidnappt und oder ermordet. Auch gab es Geschichten über seltsame Lichter, Geister, vermisste Wanderer oder geisteskranke Inzuchtfamilien. Man sagt, es gäbe über 100 ungeklärte Todesfälle da draußen. Menschen, die einfach vom Erdboden verschwanden und nie wieder gesehen wurden. Ich habe schon immer diese Berge gemieden, aber eines Nachts fand ich mich selbst auf der Kentucky Road 52 statt der Interstate 75 wieder und fuhr direkt durch diese Berge, direkt in ihre Finsternis. Gegen Mitternacht erhielt ich eine Nachricht von meiner Mom. Mein Vater wurde ins Krankenhaus gebracht und sein Zustand war besorgniserregend. Sofort sprang ich aus meinem Bett direkt in mein Auto, obwohl meine Mom mir sagte, ich solle bis zum Morgen warten. Ich lebte zu der Zeit in Richmond, während meine Eltern in Hazard wohnten. Es war eine knappe zweistündige Fahrt über die Interstate 75 und eine etwas längere Strecke über die Kentucky Road 52. Jedenfalls, in dieser Nacht war die Interstate 75 wegen Brückenarbeiten gesperrt. Also musste ich die Kentucky Road 52 nehmen und sie führte direkt durch dieses üble Stück Land. Ich nahm an, dass nichts passieren würde, dass es ein ruhiger, aber dennoch etwas beängstigender 2-Stunden-Trip werden würde. Aber ich hatte dieses unwohle Gefühl in meiner Magengegend, was mich anflehte, bis zum Morgen zu warten. Aber ich hörte nicht darauf. Ich konnte nicht. Ich musste meinen Vater sehen. Von Richmond nach Irvine lief soweit alles gut. Ich fuhr die sich windenden Straßen des hügeligen Terrains ein wenig schneller als erlaubt entlang. Es war von Irvine nach Jackson, als die Dinge eine schlechte Wendung nahmen. Zuallererst, es war dunkel. Wirklich fucking dunkel. Und selbst mit meinem Fernlicht konnte ich kaum das Areal vor meinem Wagen erhellen. Die kontinuierlich kurvigen Straßen halfen da nicht sonderlich. Aufgrund der Dunkelheit, des Auf und Abs der Straße und der Angst, hier draußen irgendwo gegen einen Baum zu fahren und liegen zu bleiben oder in ein anderes Fahrzeug zu knallen, fing ich an, langsamer zu werden. Von da an stand meine Angst im Vordergrund. Sicher, es hätte aus Sorge um meinen Vater sein können, aber irgendetwas an diesen Bergen war böse. Und ich hatte wirklich eine Scheißangst. Das Radio hatte kaum Empfang, also warf ich eine CD in mein Autoradio und versuchte, meine Angst mit Musik zu ertränken. Aber nach dem ersten Song drehte ich die Lautstärke herunter und fuhr in absoluter Stille weiter. All meine Sinne waren vor Angst geschärft. Es fühlte sich falsch an. Es fühlte sich an, als würde ich beobachtet werden. Hin und wieder konnte ich ein Licht durch den Wald blitzen sehen. Wie ein Lagerfeuer, nur heller. Und ich schwöre, eine haarlose, blasse, menschenähnliche Kreatur neben meinem Auto laufen gesehen zu haben. Ich schwöre, dass ich es im Rückspiegel sah. Aber es verschwand in der Finsternis des Waldes, als ich bremste und mich nach hinten drehte. 30 Minuten hinter Betty Will sah ich ein Kind. Er trug ein gelbes Shirt, blaue Shorts und eine rote Jacke mit aufgesetzter Kapuze. Die Farben erinnerten mich irgendwie an Superman. Aber er trug keine Schuhe. Das beschäftigte mich. Ich schaltete also mein Fernlicht aus und fuhr langsam zu dem Kind. Er schien nicht älter als 10 gewesen zu sein und stand mitten im verschissenen Nirgendwo. Ich stellte sicher, dass meine Türen versperrt waren,
öffnete mein Fenster einen Spalt und fragte, ob er in Ordnung wäre, als ich auf ihn zurollte. Er gab keine Antwort. Ich schaute auf mein Handy. Kein Empfang. Scheiße. Ich fragte ihn erneut, ob alles in Ordnung wäre, und er schaute zu mir hoch. Seine Kapuze fiel dabei hinunter. Er weinte. Ich stoppte und er rannte sofort zu mir herüber und steckte seine dreckigen Finger in den Spalt meines Fensters und hämmerte gegen die Tür. Er schrie irgendetwas darüber, dass sie ihn jagten und dass sie ihn den Monstern zum Fraß vorwerfen wollten und sie uns aus der Finsternis beobachteten. Ab diesem Zeitpunkt drehte ich fast durch und habe vielleicht auch etwas geschrien. Ich versuchte, mein Fenster hochzukurbeln, ohne dabei das Kind zu verletzen, aber er löste einfach nicht seinen Griff vom Fenster. Ich glaube, er versuchte es zu zerbrechen. Ein heller Lichtstrahl fiel auf uns und das Kind schrie lauter, ließ meinen Wagen los und rannte die Straße zurück in Richtung Bettywill. Beschämt muss ich sagen, dass ich davonfuhr. Ich hatte Angst zu sterben und ein weiterer Punkt in der Statistik dieser Wälder zu werden. In meinem Rückspiegel sah ich drei Männer in Roben, die auf die Straße rannten. Einer von ihnen hielt einen Scheinwerfer auf mein Auto und erwischte dabei den Rückspiegel so blöd, dass er mich blendete. Aber es sah so aus, als würden die anderen beiden dem Kind hinterherrennen. Ich blinzelte, schaute zurück auf die Straße und fuhr wie vom Teufel getrieben davon. In Jackson fuhr ich zum Polizeirevier. Zwei Detectives und ein FBI-Agent arbeiteten gerade mit einem V-Mann in der Stadt und hörten mich mit versteinerten Gesichtern an. Als ich ihnen alles erzählt hatte, dankte mir der FBI-Agent und erklärte mir, dass das Kind einen Tag zuvor aus einem Bibelcamp nahe des Kentucky Rivers verschwand. Er sagte, dass das der eigentliche Grund war, weshalb sie in der Stadt waren. Das Kind hatte mit seinen Freunden Verstecken im Wald am hellen Tage gespielt, als er einfach verschwand. Er trug gelb, blau und rot, genau wie Superman. Das Seltsame jedoch war, dass seine Fußspuren einfach endeten und seine Schuhe noch da standen, als wäre er einfach in die Luft geflogen. Es war merkwürdig. Ein halbes Dutzend Polizeiwagen mit der doppelten Anzahl an Cops und Agenten fing mit einem Suchtrupp wenige Minuten, nachdem ich von dem Vorfall berichtete, an, nach dem Jungen zu suchen. Ich hingegen fuhr zu einem Diner und blieb bis zum Morgen in Jackson. Den restlichen Weg fuhr ich am nächsten Tag, als die Sonne aufging. Nachdem meine Mutter hörte, weshalb ich so lange brauchte, wirkte sie etwas verstört, aber war glücklich, dass mir nichts passierte. Sie sagte mir, dass ich tat, was ich tun musste, um zu überleben. Dass ich tapfer war und kein Feigling. Mein Vater erholte sich gänzlich von dem Zwischenfall. Wenn ihr euch fragt, ob ich mich wie ein verschissener Feigling fühle, ob ich es bereue, dieses Kind nicht in meinen Wagen hatte steigen zu lassen. Die Antwort ist ja. Tue ich. Bin ich. Es verfolgt mich bis zum heutigen Tage. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich auch nur einen Moment länger dort geblieben wäre. Und ich weiß nicht, ob dann überhaupt einer von uns beiden lebend aus der Sache gekommen wäre. Von dem Kind wurde nie eine Spur gefunden.